Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und wir könnten mal wieder so ein bisschen was nachspielen, also mal wieder einen Angriff nachspielen. Im Rathaus 10 Bereich, ich weiß, da tut sich jetzt mit Blitzen nicht so viel, aber ihr seht unten schon die Armee. 24 Babydrachen, ein Stone Slammer, also ein Felsenwerfer, zwei Helden und jede Menge Blitzzauber. Ich war, muss ich sagen, so ein bisschen angeflasht von dieser doch sehr, sehr netten Taktik hier. Ich habe das selber auch noch nie probiert. Ich meine, ich habe schon mal mit Babydrachen natürlich angegriffen. So im Rathaus 9 Bereich macht man das ganz gerne, wenn man Hit upt. Man nimmt 17 Babydrachen, 5 Magier, 1 Golem, ein bisschen Erdbebenzauber, klärt so ein bisschen rundherum, um dann mit dem Erdbebenzauber und vielleicht einen Sprung und Wut in die Base reinzukommen, um dann noch das Rathaus zu bekommen, sodass man irgendwie 2 Sterne sich reinmogelt. Also jetzt als Hit abgesehen. Aber dies ist natürlich ein Rathaus 10 auf Rathaus 10. Und hat hier sogar einen Machttrank, glaube ich, genommen für die Helden. Also Machttrank nicht für die Helden, sondern Heldentrank. Und die spielen wir gleich mal nach, Leute. Live natürlich, wie ihr es von mir gewohnt seid. Und ich weiß nicht, ob das noch auf anderen Rathausstufen auch funktionieren kann. Also jetzt Rathausstufe 11, 12, 13. Keine Ahnung. Ich habe die Babydrachen, ich nehme sie schon mal mit, so ein bisschen so zum Funneln oder zum Cleanup. Aber mal wirklich nur damit anzugreifen, das ist dann schon eher super selten. Aber schön gemacht hier, schöne 3 Sterne vom Frida Kahlo. Und wir wollen das mal nachspielen. Allerdings nicht auf dem Account hier, beim Hollywood Junior, sondern das machen wir auf meinem Rathaus 10. Und da habe ich jetzt mal hingewechselt auf den Chefkoch, der muss nämlich heute ran. Und gibt nur ein kleineres Problem. Ich meine, es gibt keine Probleme, Leute. Es gibt nur Herausforderungen. Es gibt nur Herausforderungen. Ich muss erstmal fordern. Und zwar, klar, Farmzeugs ist klar, aber ich brauche noch einen Blitzzauber dazu und ein paar Loons. Und die lassen wir uns auch gerne Max geben. Dann lade ich eben mal den Avatar ein. würde ich mal so sagen, beziehungsweise nicht den Avatar ein, sondern ich lade mal eben den Avatar, dass der mir was gibt hier. Update. Hier sind wir ja im laufenden CK gegen die Wolf Pirates und sieht eigentlich noch ganz gut aus. Der Chefkoch selber hat hier gedefft, das ist nicht schlecht, mit seiner Base. Und jetzt will ich aber eben mal dem ein paar Truppen geben. Slammer habe ich mir eben schon gespendet. Das, was man natürlich super machen kann, man kann vorher mal üben mit einer Armee. Und das ist jetzt schon raus, die Anforderung ist raus. Ich wollte eigentlich kurz mal auf den Barfuß geübt haben. Der ist ja nicht mit MCK und das ist ja ein Rathaus 10er Maxed, und auf den können wir mal üben. Der müsste jetzt nun mal eben anfordern, würde ich sagen. Einmal eine Anforderung starten. Das macht er jetzt. Und zwar, wir machen das erstmal auf die Heimatbase. Wir machen das eben erstmal auf die Heimatbase. Und wir können sagen, Attack. Ich habe eben schon die Truppen rausgesucht. Jo, den attacken wir mal. Mal sehen, ob das funktioniert auf die Farmbase von Chief Barfuß. Und der hat natürlich was in der Clanbuch. Und der hat natürlich hier Multi-Infernos. Die habe ich jetzt mit dem Chefkoch nicht vor mir. Ich glaube, ich muss auf Single Infernus drauf. So, da kriegen wir die Feger immer schön noch mit. Da hinten, da hat der Proton nicht gut gebaut. Das heißt, dass man da den Feger mit blitzen kann. Da habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. 2, 3 und jetzt nochmal 3 für die nächste Luftabwehr. Dann habe ich natürlich keine Zauber mehr. Gar keine Frage. Aber wir können schon mal anfangen. Wir nehmen mal immer so jedes zweite Lager hier mit, sodass die immer in ihrer Fähigkeit sind, die lieben Drachen hier. Und jetzt haben wir schon mal die Hälfte gesetzt. Mal sehen, wie viel Prozente das hier werden. Das sieht noch ganz gut aus. Und jetzt ballern natürlich schon die ersten X-Bögen da oben. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Dann können wir da weitermachen, wo was stehen geblieben ist. Das ist dort und dort so ein bisschen. Da kommen die ersten Luftminen. Perfekt. Und
Ich weiß auch gar nicht, wann wir jetzt mit dem Slammer reingehen, aber ich glaube, wir gehen jetzt mal mit dem Slammer hier rein. Denn der, der macht uns jetzt keine Mauer mehr auf. Oh Leute, da müssen wir dran denken, der macht uns jetzt keine Mauer mehr auf. Das ist ein bisschen doof, da muss der King jetzt eben mal Mauerbrecher spielen. Ah, das war doof. Ich muss eine Defense noch hinter einer Mauer haben, dass der auf die Mauern geht. Und so, die restlichen setzen wir hier auch noch mit hin. Den noch von da. Ah, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, Leute. Da habe ich nicht dran gedacht. Und die Queen purzelt da auch noch so komisch rum. Okay, da habe ich nicht dran gedacht. Ich muss den Zone, den Felsenwerfer also da setzen, wo noch eine Defensive hinter einer Mauer ist. Sonst wird das Ganze hier leider nichts. Und, oh, der hat einen Packer in der Clanburg. Okay, der hat einen Packer in der Clanburg, aber da lebt noch ein bisschen zu viel und das Rathaus kriege ich auch nicht. Ah, schade. Das machen wir nochmal. Das können wir hier beenden. Das machen wir nochmal, würde ich sagen. Und also, wir müssen den Stone Slammer da setzen, wo ich noch eine Defensive hinter einer Mauer habe. Da muss ich unbedingt dran denken. Aber wir fangen genauso an. Jedes zweite Gebäude hier, dass wir die Fähigkeit der kleinen Drachen haben erstmal. Später kann man die auch komplett reinschicken. Das geht auch. So, das mache ich jetzt hier oben. Ich weiß jetzt auch schon, wo ich reingehe. Und zwar gehen wir hier oben an der Stelle rein, wo, so, hier blieb was stehen, da auch. Hier bleibt auch was stehen. Und da auch. So, und zwar gehen wir jetzt dorthin, denn dort geht der Slammer jetzt auf den Minenwerfer und macht mir da schön die Mauer auf für meine Helden. Perfekt. So, dann gehen wir mal mit den Helden rein. Ja, okay, Toto. Schnitt. Oh Gott. Jetzt ärgert es mich schon. Jetzt ärgert es mich schon fast. Was ich hier jetzt gerade verzapfe, Leute. Attack, nochmal. Das Ganze, ja. Wir müssen natürlich erstmal blitzen. Das vergesse ich auch echt sehr, sehr gerne. Und jetzt klingelt auch noch mein Telefon. So Leute, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt klingelt gerade mein Telefon. Ja, wir müssen natürlich vorher blitzen. Das heißt, wir müssen die Blitzzauber erst ansetzen. 1, 2, 3. Ich sehe aber noch einen kleinen Nachteil. Auch wenn das jetzt wieder nichts wird hier, Leute. Bei meinem Clankriegsangriff wird das gleich was. Vielleicht seht ihr ja, wo ich gerade ein Problem habe. Also natürlich habe ich ein Problem, den hier jetzt down zu bekommen. Aber das Problem liegt vielleicht noch an einer ganz anderen Sache, aber das sage ich euch gleich, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ich habe es in jedem Fall schon gesehen, aber mal sehen, wie weit wir jetzt kommen könnten. Denn natürlich habe ich das Dorf jetzt schon mal ausgespäht, klar, und weiß jetzt, wo der Hase lang läuft. Und der Hase läuft nämlich hier lang. So, King da mit rein, Queen mit rein, und die setzen wir hier ganz flockig noch weiter an. Perfekt. So, wir müssen natürlich Richtung Rathaus kommen mit unserer Meute hier und geben hier nochmal ein bisschen was zu. Also das kann nichts werden hier. Ich meine, klar, vielleicht holen wir uns jetzt das Rathaus. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das holen wir uns jetzt in jedem Fall. Denn vielleicht habt ihr das jetzt gesehen, meine Babydrachen sind erst Level 2. Die sind noch nicht Level 4. Das heißt, ich muss gleich einen Machttrank nehmen, damit die auch auf Level 4 da sind. Ich hätte das Ganze jetzt umgekehrt machen sollen. Ich hätte den Chefkoch angreifen sollen mit den Babydrachen auf 4. Der hat die nämlich schon auf 4. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das was wird. Auch der Kollege hier hat die Infernos auf Multi und auf Level 3. Den ich jetzt angreife, der hat das nicht. Der hat das nicht. Wir gehen mal rein. Und hopp oder top, würde ich sagen. Also wir können ja noch einen Machttrank nehmen. Denn der hier hat nur einen Single oder der hat zwei Single Infernos. Einen auf 1 und einen auf 2. Das ist vielleicht, vielleicht ist ein kleiner Vorteil. Wir müssen mal gucken. Hier die Feger stehen beide in die Richtung, wo wir mit dem Slammer reinkommen. Ich kann mir vorstellen, dass wir mit dem Slammer vielleicht Richtung da. Ja, wollen wir mal schauen. Ich muss in jedem Fall dran denken, dass noch eine Verteidigung hinter einer Mauer ist. Okay, damit haben wir die hier jetzt gepimpt und da machen wir jetzt auch den Angriff. Hat ja jetzt echt auch lange genug gedauert.
und gucken noch mal drauf. Das kann jetzt auch einen richtigen Schuss in den Ofen geben, aber mal sehen. Ich fand die Taktik einfach klasse und deswegen mache ich die einfach. Mut zur Lücke und wie gesagt, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Das heißt 1, 2, 3 hier unten. 1, 2, 3 auf der Seite. Oh, da haben wir die Queen schon leicht mit angehittet. Das ist gut. So, den Inferno kriegen wir natürlich nicht mit weggeblitzt, aber wir kriegen ihn mit angehittet. Auch nicht schlecht. Das ist schon mal ganz gut. Da brauchen wir den nämlich nur so ein bisschen anziehen gleich. So. Bauhütte nehmen wir auch mit. Und jetzt geht das erstmal rum hier. Das könnte natürlich, kann natürlich auch ein kleines zeitliches Problem geben, dass wir das unter Umständen nicht schaffen. Aber wir gucken mal, dass wir jetzt schon mal so ein bisschen hier reinkommen in diese Basis hier. Das kommen wir auch. Oh, hier unten müssen wir gerade mal so ein bisschen den Babys da helfen. So, da haben wir jetzt den Slammer mit im Spiel. Und da geht es schon mal auf die ersten Drachen. Da unten natürlich ein bisschen dusselig auf dem Drachen dort, dass der Elektrodrache da uns einen Strick durch die Rechnung machen könnte. Macht er hoffentlich nicht. Und der macht uns doch einen Strick durch die Rechnung da. Verdammte Eieraxt. Okay, das haben wir leider nicht geschafft, weil Toto meint, er müsste hier wieder Experimente machen. Oder schaffen wir das doch noch? Oh, ich glaube, wir schaffen es doch. Ich dachte gerade, wir schaffen das jetzt nicht, weil Toto hier Experimente machen muss. Alles klar, wir haben das doch gepackt. Mann. War schon eine knappe Sache. Also ich habe jetzt natürlich auch einen Elektrodrachen erwartet. Aber dennoch, glaube ich, eine coole Taktik hier. 3 Sterne. Perfekt. Kurz mal ein bisschen geübt. Immerhin habe ich damit mit mal geübt, was ja auch nicht so schlecht ist. Und hier haben wir schon wieder eine Nullnummer. Eieiei, von Dirk schon wieder. Der hat schon zweimal genullt hier. Was ist das natürlich doof. Und da müssen wir dann wieder wahrscheinlich einen rausholen. Hier unten gibt es einen einsternigen. Oh, da müssen wir wieder taktisch so ein bisschen dranbleiben. Okay, so. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Mir hat das in jedem Fall gut gefallen. Ich trainiere den nochmal nach. Ich farme da jetzt einfach mal ein bisschen mit. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, die Folge. Aber ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Und es war jetzt auch nur eine Taktik. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass es OP ist. Es steht zwar im Titel drin, OP-Taktik, aber ich meine, wenn man sie richtig cool ausführt, dann legst du da doch auch damit fast jede Rathaus 10 Base. Und dann verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, Leute. Euer Toto. Flasht.